Wir sind immer noch in Löwenstein und ich begrüße euch herzlich willkommen. Nee, gar nicht. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Let's Play Guild Wars 2. Wir sind mittlerweile auf Level 41 und natürlich möchten wir die Geschichte jetzt fortsetzen. Und wir müssen die Vergangenheit ausgraben. Ich bin mal gespannt, wie die Instanzen jetzt werden. Oh shit. Sprecht mit eurem Freund. Ja, das machen wir. Oh shit. Holy motherfucking shit. Richtig verkackt. PvP, okay. Das habe ich auch noch vor. Welt gegen Welt sowieso. Und. Okay, da ist Garn und wenn Garn da ist, dann ist auch ihr da. Okay, dann sprechen wir mit ihr. Beobachtet die Konfrontation, okay. Wir laufen mal der R zu R hinterher. Alter, die Sojai ist auch da. Okay, bis gleich. Willkommen, Kameraden der Klinge des Schicksals. Wir müssen über die Altdrachen reden. Als ich zusagte, wusste ich nicht, dass auch dieser Char kommt. Dasselbe gilt für euch, Mensch. Kommt ihr jetzt um Vergebung angekrochen, Logan? Bei mir gibt es nichts zu vergeben, Ridlock. Logan, Ridlock, Schluss mit dem Hickhack. Keith, das wird doch nichts mit uns. Nicht nach dem letzten Fehler. Die Norn hat recht. Wenn er Stegalken Fehler macht, gibt's Tote. So denkt ihr also darüber, Soldier, dass das mein Fehler war? Bitte, ihr alle. Jetzt ist es an uns. Helfen wir den Orden. Wir haben schon gegen Altdrachen gekämpft. Und verloren, weil jemand nicht mithalten konnte. Habt ihr was zu sagen? Sagt's mir ins Gesicht. Würde ich, aber ihr rennt ja ständig davon. Ich sollte euch einfach aufschlitzen. Ach ja, womit? Mit dem Menschenschwert, das ihr aus Askalon geplündert habt? Genug, das war's hier. Lauft ihr wieder weg? Ridlock, ihr macht es nur schlimmer. Ha, das sagt die Richtige. Logan hat ausnahmsweise mal recht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Mir reicht's. Und ich streng mich nicht für Feiglinge und Narren an. Lebt wohl, Keith. Traurig, Logan und Ridlock streiten zu sehen. Gäbe es nur etwas, das sie zusammenschweißt. Ja, ich weiß etwas. Keith, ich muss auch gehen. Das Treffen war wohl ein Fehler, aber ich wüsste vielleicht eine Lösung. Es gelingt uns also nicht, die Klinge des Schicksals zu vereinen. Wir können uns nicht helfen. Wie dann erst Tyria? Wir können uns nicht helfen, wie dann auch Tyria. Ja, ich würde mal sagen, dann geht die Welt unter. Die Reise ist noch lang. Ich höre. Okay. Wow. Mann, war das schwer. Jawohl, einen Schwarzlöwen tun. Schlüssel. Easy peasy. Okay. Ja, der Bildschirm. Loading screen. Da, 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 da. Boah, ey. Ich bin hart am Überlegen, ob ich diese Kackladebildschirme rausschneide, aber. Ich habe Post von einem Freund. Novize, ich bin so gespannt auf euch. Ihr habt bestimmt wunderbare Geschichten zu erklären. Kann es kaum erwarten, sie zu hören. Man hat mich auserkoren, euch zur Abtei Domar zu begleiten. Holy shit, das lenkt richtig ab. Der Typ ist auf dem Besen gefallen. Holy fucking shit. Trefft mich doch bitte im Schwarzlöwen Handelsgesellschafts HQ in Löwenstein, damit das große Abenteuer beginnen kann. Sierra, wo bist du denn? Oh, Sierra, ich habe dich schon vermisst. Erstmal hier wieder, zack. Holy shit. Hier lang. Sierra. Okay, den mache ich hier auch noch auf. Verkaufe ich gleich. Was ist das denn hier? Schafflerhelm, geil. Okay, dann wollen wir mal mit Sierra sprechen. Gehen in die Instanz rein. Meinen Mentor treffen. Ladebildschirm. Ich spreche mit Verwalter Giggs. Oh shit.
ist sie. Verzeiht, was hat ihr? Mein Name ist Geeks. Ich bin der Verwalter der Perdement. Ihr werdet mich noch öfter sehen, das verspreche ich euch. Schönen Tag fürs Erste. Oh. Alles klar. Okay, was jetzt? Ah, okay. Taidomant ist eine Bastion der Geschichte. Dort liegt das Wissen von Jahrhunderten. Seit 200 Jahren sammeln wir Wissen, wir erforschen und erkunden diese Welt. Als Löwenstein beim Aufstieg Orks überflutet wurde, retteten unsere Vorfahren die Überlebenden. Wir bewahrten Wissen, das sonst verloren gegangen wäre. Jetzt, wo die Drachen immer mehr von Tyria verwüsten, müssen wir noch mehr tun. Damit Tyria überlebt, müssen wir wissen, woher die Drachen kommen und weshalb und wie man sie besiegt. Die Abtei widmet sich dem Wissen. Siren, eine unserer besten Gelehrten, wird euch zeigen, wie ihr das benötigte Wissen erwerben könnt. Dormant, unser Gründer, sagt, eure Macht ist nur so groß wie die Summe eures Wissens. Wenn das stimmt, sind wir Tyrias einzige Hoffnung, die Finsternis zu überleben, die da kommt. Wir sind die Abtei Dormant. Ja. Die Abtei Dormant. Und mit Sion müssen wir sprechen. Holy shit, sieht das geil aus. Oh, wie geil. Okay, wir müssen hier hoch und dort steht sie. Ah, da seid ihr ja. Ihr müsst der Novize sein, den ich holen soll. Ich bin Magistra des Ordens, aber Titel können wir uns sparen. Nennt mich einfach Siren. Schön, euch kennenzulernen. Ich freue mich auf die Arbeit bei der Abtei Dormant. Euer Enthusiasmus gefällt mir. Ich weiß, ich sollte euch rasch zur Abtei bringen, aber ich habe einen kleinen Umweg mit euch vor. Während ich auf euch wartete, hat Explorator Kekt mir von einer hochinteressanten alten Zwergengruft erzählt. Und nun ratet mal, sie liegt direkt am Weg. Ich bringe euch natürlich zu Verwalter Kicks im Abtei-Haupthaus. Aber vorher, lasst uns ein bisschen Spaß haben. Magistra Siren, ihr hört mir überhaupt nicht zu. Wir wissen nicht mal, ob die Geschichte stimmt. Was, wenn die Gruft gar nicht existiert? Wenn das nur eine Legende ist? Oh, Kekt, jetzt nervt mich nicht. Wenn ich der Sache nicht nachgehe, kommen mir die neugierigen Schaufler am Ende zuvor. Und was wäre dann? Sie würden sie zerstören. Kommt schon. Kann doch nicht schaden, sich dort umzusehen. Der Novize hat auch nichts dagegen, stimmt's? An meinem ersten Tag beim Orden eine antike Gruft erkunden? Klingt toll. Hab absolut nichts dagegen. Dann also abgemacht. Wir treffen uns am Maulendgipfel. Und lasst mich ja nicht warten, ja? Holy shit, Alter. Ist sie 12? Oh, ich kann mich kaum erwarten. Ich muss endlich RTL 2 gucken. Da kommt Berlin Tag und Nacht. Holy fuck. Aber die ist cool drauf. Ja. Dann würde ich sagen, nach dem Ladebildschirm reisen wir dorthin. Aufwachen, Leute. Aufwachen. Lasst uns ein bisschen Geld verdienen. Jo, mach du mal. Warte mal kurz, ich drehe hier um. Jo, alles klar. Einmal kurz die Handelsgesellschaft entdeckt. Jawohl, da kann ich sogar direkt hinreisen nach Lornas Pass. Sehr nice. What the fuck war das? Da. Da. Hier müssen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, Instanz betreten. Holy fuck. Die Vergangenheit ausgraben. Der Kekt ist ein
Total cooler Name irgendwie. Der ist ultra komisch. Okay. Dann sprechen wir mal mit ihr. Mit der Sirene. Seht nur diese herrlichen, verschneiten Berge. Ich liebe die Zittergipfel. Sie sind überwältigend. Hält man es für möglich, dass die Zwerge einen solchen Ort für eine Gruft aussuchten? Er pulsiert doch vor Leben. Sonderbare Wahl. Er ist schön, aber ich muss zugeben, dass ich über Zwerge nicht viel weiß. Was ist so interessant an dieser Gruft? Heute gibt es fast keine Zwerge mehr. Aber zu ihrer Zeit wussten sie eine Menge über die Drachen. Die Abtei studiert Zwergengrüfte, um möglichst viel darüber zu erfahren. Diese Gruft ist völlig unerforscht. Hätte es dieses kleine Erdbeben nicht gegeben, hätte sie unter Stein und Eis weitergeschlummert. Kecks alten Schriftrollen zufolge war es die Gruft eines Zwergenprinzen. Es könnte dort... Oh, oh, da sind Grabungsspuren. Schaufler, verkrautet und zugewuchert. Ich wusste, die Schaufler finden die Gruft. Deshalb wollte ich sofort hierher. Wisst ihr, die Schaufler waren einst die Sklaven der Zwerge. Sie zerstören alles, was zwergisch ist. Als diese Höhle freigelegt wurde, hat sie sie angelockt wie ein Knochen die Geier. Beeilen wir uns lieber. Hey, habt ihr das gehört? Siren, Vorsicht! Oh nein, Vorsicht! Ach so, eure Artefakte, okay. Dann guckt ihr mal die Artefakte an. Holy shit. Bam, in your face, bitch. Oh, er hat mich niedergeschlagen. Nimm das. So, du auch noch. Bam. Mal kurz hochjagen schon mal. Und zack, weg ist er. Okay. War ja klar, dass die Schaufler wieder hier die Finger im Spiel haben. So, wollen wir mal. Erstmal hart. So, Minikits hinwerfen. So, du auch noch. Boah, Alter. Von die kommen hier in die Nähe, was ist? Kriegen erstmal voll auf die Fresse. Und kannst sagen, Kollege. Komm mal hier in den Kreis. Okay, du auch noch mal. Peng. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hatte jetzt gerade die ganzen Dinger weggemacht. Die brauche ich hier nicht. Fuck off, Alter. Ich bin hier voll am Eskalieren. Und sie... Oh, eine wunderschöne Schrift ist das. Holy fuck, Alter. So, weiter geht's. Ach komm. Was? Unterbrochen? Am Arsch. So. Und zack. Okay, hier ist wieder eine Inschrift. Ihr Idioten, wir sind zu spät. Oh shit, der hat mich. Das war interessant. Warte mal, Flammenturm weg, alles klar. Einmal kurz räuspern. Ach, fuck. Ich habe jetzt keinen Bock für die beiden, extra die Türme hinzusetzen. Okay, die Geschütztürme, das ist ja nichts Wildes. Einmal kurz den Heilturm.
dass der wenigstens so ein bisschen. So, machen wir ein bisschen easy peasy, gemütlich, zack. Okay, das Ding ist down. Und ich gehe mal hier runter. Was wollt ihr hier? Wer seid ihr? Zwergensympathisanten vielleicht? Okay. Holy fuck, unverwundbar am Arsch. Das ist unfair. Wie hieß der? Wie heißt der? Spalaxinov. Spalaxinov, ey. Alter, ey, wir sind. Ich brauche Hilfe. Ach, ey, immun gegen deine Mutter. Ach komm, der Geschützturm ist mir jetzt egal. Nein! Oh shit, der Gewehrturm auch. Die Dingern auch. Okay, den kriege ich aber. Okay, alles. Das war's. Ich hab genug. Das sprechende Gemüse da spinnt. Haltet es mir vom Leib. Ich sage ja alles, aber lasst mich los. Das sprechende Gemüse zerpflückt euch gleich, Freundchen. War das alles, was ihr in der Gruft gefunden habt? Oder haben eure Leute etwas von den Relikten kaputt gemacht? Die Relikte sind nicht verglichen mit... Wir haben versucht, es zu zerbrechen, aber vergeblich. Es war zu mächtig, unzerstörbar. Was war unzerstörbar? Ein Relikt? Eins wie diese? Schrott! Nein, nein, es war ein Schwert. Wir haben es in die südlichen Ruinen geschickt, in der Hoffnung, es irgendwie zerstören zu können. Tod den Zwergen! Ein Schwert? Vielleicht verrät uns die Inschrift auf den Relikten etwas. Ich wette, Gix kann das übersetzen. Gehen wir zurück zur Abtei und fragen ihn. Ja, gehen wir zurück. Okay. Da oben sind noch Rednecks. Ich gehe raus. Okay, an der Stelle würde ich einmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und ciao.